Gehen wir weiter zur Fremdkapitalquote. Die Fremdkapitalquote wird berechnet, indem das Fremdkapital durch das Gesamtkapital dividiert wird und mit 100 multipliziert wird. So müssen wir zuerst mal wieder schauen, was ist das Fremdkapital. Das Fremdkapital besteht hier einmal aus dem Darlehen mit 200, den Lieferverbindlichkeiten mit 308 und den sonstigen Verbindlichkeiten mit 68. Nicht zu vergessen, zum Fremdkapital gehören dann auch noch die Rückstellungen hinzu, welche hier mit 18 angegeben sind. Und wenn wir das dann wieder summieren, durch die Bilanzsumme dividieren und mit 100 multiplizieren, kommen wir hier auf eine Fremdkapitalquote von 59,2%. Auch hier sollte oder muss in Summe wieder 100 rauskommen, ansonsten liegt wieder ein Fehler in der Berechnung vor. Grundsätzlich gilt, je höher die Eigenkapitalquote, umso besser ist ein Unternehmen aufgestellt, also umso geschützter ist ein Unternehmen in Krisenzeiten. Ja, so viel einmal zur Eigenkapitalquote und zur Fremdkapitalquote.